Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Lorelei und Rory und dem beißenden Hamster und den beiden Pupskanonen. Die beiden haben sich jetzt einigermaßen, aber es hat auch jetzt bis 15 Uhr gedauert, von ihrem Tag gestern erholen können. Und ich habe mir jetzt so gedacht, ich muss mal gucken, wie weit Lorelei hier ist, noch nicht allzu weit. Dann Schneemann bauen mit Lorelei. Die beiden sollen doch jetzt glatt mal zusammen einen Schneemann bauen. Ich hoffe, Lorelei zieht sich da hinten jetzt auch gleich mal um und kommt auch mal nach. Ja, jetzt waren wir ein wenig zu spät mit dem Einpflanzen, beziehungsweise ich war zu spät, nicht ihr oder die beiden hier, sondern meine Wenigkeit war schuld. Oh, cool. Ich habe gedacht, ich lasse die beiden jetzt nochmal einen Schneemann bauen und versuche heute in diesem Part auch einmal mit den beiden einen ganz einfachen Tag zu genießen. Das heißt, ich muss jetzt aber, wo wir jetzt den Garten vergessen haben, weil auch in der Umgebung ist jetzt nicht ganz so viel, ein wenig wieder mit der Werkbank arbeiten und werde dann zumindest jetzt einmal täglich zwei Betten herstellen, weil es ist bald Weihnachten und ich habe hier in diesem jetzigen Haus keinen Platz für, was nehmen wir? Wir nehmen die Holzfäller-Skulptur und habe hier keinen Platz für die beiden, irgendwie einen Tannenbaum hinzustellen. Und Weihnachten würde ich, also ich meine, da atmen die beiden ja sowieso grundsätzlich aus und lieben Weihnachten ja von Natur aus, denn Lorelei riecht ja auch Schnee. Deshalb will ich ihr irgendwie nochmal, schreibt es mir mal auch nochmal in die Kommentare, eine Parkbank oder einen Schaukelstuhl hier vorne hinstellen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser finden würdet. Und Rory kann jetzt mal in der Zeit noch mal was für ihre Empathie tun. Und ich hatte überlegt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch gut findet, weil Rory ist ja eigentlich immer so ein Listenersteller und Planermensch. Was ihr davon halten würdet, wenn wir ihr ein Tagebuch kaufen. Weil wenn ihr damit auch einverstanden seid, ich würde das eigentlich für sie selber eine ziemlich gute Idee finden, wenn sie ein Tagebuch hat. So, und dann kannst du dich auch noch mal nachträglich hier um deinen kreativen Zustand kümmern. Ja doch, an Kommunikation kannst du sonst auch nochmal nach Vergangenheit fragen. So, und ich glaube, wir können jetzt die Herbstdeko auch mal abnehmen. Nach Deko wühlen. Nee, nicht nach Deko wühlen. Alltägliche... Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht abnehmen? Ach so, ja nee, Kind. Oh. So, Deko abnehmen. Firebaby ja blöd. Gott, ich hätte nicht auch nehmen sollen. Das ist absolut nicht mein Tag heute hier irgendwie. So, dann spule ich noch mal ein bisschen vor für die beiden hier in der Zeit. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn Lorelei hier auch soweit durch ist. So, herzlich willkommen zurück. Lorelei ist fertig. Geht jetzt nochmal ein Bild gerade über Plopsi verkaufen, denn wir haben gerade... Ist das schon wieder eine Postkarte? Ist ja cool. Ich hänge sie jetzt erstmal hier hin. Irgendwie war der Hamster scheinbar wohl wieder aufreißen, aber diesmal habe ich es nicht mitbekommen. Und dann darfst du nochmal diese beiden hier verkaufen. Und dann werden wir uns jetzt gleich auch mit den beiden Süßen im Kino treffen. Also bis gleich, ihr Süßen. Hey, hey, moin, moin und zurück. Meine Güte, Sumi, du siehst ja richtig klasse aus hier mit Rot, Rosa und Rot. Ihr beide könnt einmal ein Foto machen mit, damit wir die neue Frisur auch einmal drauf haben. Und dann kann Lorelei sich doch einfach mal zusammen hier mit allen ein Gericht nehmen beim Popcorn. Oh, wir haben schon wieder Bärennacht. So, ihr Süßen, zeigt her. Oh, süß und auch noch mit der neuen Frisur. Cool. So, und nun heißt das dann auch für alle Mann Filmco. Ich hoffe, es gibt jetzt auch genug Popcorn für alle. Und du nimmst dir jetzt ja gerade dein Schälchen. Dann setzt euch mal alle schön hier schon ganz brav hin und guckt schön Fernsehen. Super Kids. Ja, dann gucken wir uns das doch hier an mit... Oh, Taylor ist auch da. Ja, gut. Machen wir das so. Lane ist auch da. Nun geht der Film los und du musst dich unbedingt gleich mal mit Lane anfreunden. So. Setzt ihr euch jetzt alle ganz brav hin und sucht euch einen Platz. Rory, du auch. Lorelei, wo rennst du jetzt hin? So, nehmt ihr jetzt alle Platz hier. Wer ist der Bär? Florian Weißhaupt. Hauptsache, ihr genießt jetzt hier alle ganz brav euer Popcorn. Lane, sei froh, dass Mama das nicht sieht, weil... Mrs. Kim würde vollkommen ausrasten. Du siehst das hier. Ich sehe das schon an deinem Gesichtsausdruck. Du siehst so, oh, ein Landsmann. Nein, wehe, du sagst irgendwas meiner Mutter. Dann trete ich dir gegen Schienbein. So nicht. So, mit Taylor könnten wir ja auch nochmal ein Foto machen, dass wir zumindest mit ihm befreundet sind.
Weil reden tun die beiden ja schon miteinander, aber in der Serie ja auch. Aber ich glaube, manchmal ist man halt auch voneinander angenervt, aber sie unterhalten sich ja doch schon mal des Öfteren zusammen. Sumi hat auch geheiratet. Sie heißt jetzt nicht mehr Sumi Brautkleid, sondern Sumi Dose. Ich überlege gerade, ob wir sie nochmal wieder umbenennen sollen. Machst du jetzt mit Taylor sonst einmal bitte schnell ein Foto, damit wir, bevor Lane jetzt nochmal wieder abhaut. Jetzt möchte Rory irgendwas. Scheinbar willst du mit ihm kein Foto machen. Wo ist Lane? Ich habe eben Lane noch nach oben gehen sehen. Lane, who are you? Lane, Marco, Polo, wo ist unsere süße Lane? Rory sitzt hier vorne, aber wo ist Lane? Dann biete das mal auf Plopsy an. Irgendwie bin ich gerade blind. Ich finde Lane nicht mehr. Oder ist Lane schon nach Hause gegangen? Aber sehen kann ich da nichts von wegen, dass sie nach Hause gegangen wäre. Also müsste sie ja laut Adam Riese eigentlich noch irgendwo hier sein. Wahrscheinlich sehe ich das dann gleich wieder im Schnittprogramm, wo sie denn sein könnte. Ich hätte jetzt auch so gedacht, so, oh, vielleicht hier oben bei den Instrumenten oder so. Aber nee, Tatsache nicht. Also keine Ahnung, wo die liebe Lane geblieben ist. Schauen wir doch einfach mal. Wir sollten sie auf jeden Fall kennenlernen. Das wäre definitiv alles andere als schlecht für unsere liebe Lorelei. Irgendwie ist hier, glaube ich, ja, Taylor ist gerade umgekippt. Scheinbar hat er zu Hause nicht gut geschlafen, der Lümmel. Die gucken hier alle ganz brav noch den Film, der hier läuft. Zeig mal her. Und entbehrlich. Kein Sim hält sich gerne in der Nähe von gefährlichen Tieren auf, aber der Anblick des Bären ist eher... Danke. So, kannst du jetzt bitte nochmal danke? Belästigend als bedrohlich. Na, gefällt dir denn wenigstens der Film? Gesellig, tolles Gefühl, wie in alten Zeiten. Ziemlich lecker. Also das Popcorn hat dir schon mal geschmeckt, das freut mich doch schon mal sehr. Rory scheint es auch gut zu gehen. Der Film ist jetzt auch so gut wie vorbei. Ihr beide unterhaltet euch scheinbar jetzt mittlerweile auch schon über ihn. Und dann schicke ich euch beiden Süßen jetzt auch schon wieder nach Hause. Und dort kann dann Lorelei gleich nochmal ein bisschen was für die Haushaltskasse tun, würde ich sagen. Denn leider muss es ja auch solche Parts geben, weil ich möchte jetzt wirklich mit Hochdruck daran arbeiten, dass die beiden bald in das lang ersehnte Haus, auf das sich, glaube ich, schon alle irgendwie freuen, auch einziehen kann. Also bis gleich. So, welcome home. Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Hier werden wir jetzt auch nochmal das andere Bild mit der neuen Frisur hinpacken. Und den Rest verkaufen wir natürlich auch wieder. Und dann werden wir dem Ganzen jetzt auch erstmal nochmal einen Rahmen hinzufügen in schwarz. So. Darf ich nachher nur nicht vergessen mitzunehmen, die Bilder sollten wir ins andere Haus ziehen. Dann kannst du ihm jetzt nochmal ein Leckerchen füttern. Und damit ihr jetzt wieder in Rhythmus reinkommt, schicke ich euch jetzt einfach mal schlafen. Wow, wir haben gerade ein Bild verschickt und ich bekomme gerade die Nachricht von Inselparadies. Delfin antwortet, ich habe gerade dein Paket bekommen. Vielen Dank, das ist der perfekte Türstopper. Was soll ich nur zu so einer Message jetzt sagen von einem Gemälde? Naja gut, wir haben Geld gekriegt, wir wollen nicht schimpfen. Dann bitte einmal nochmal Frösche züchten und dann gucken wir mal. Der Garten ist ja so gut wie ausgestorben gerade aktuell. Ich weiß, dass ich die Gartenpflanzkisten zwar reinpacken könnte. Oh mein Gott, was habt ihr denn hier gemacht? Tada! Ich glaube, wir geben diesem Schneemann noch keinen Namen und Schneemann bauen solltet ihr beide auch definitiv nochmal üben. Du kannst jetzt hier erstmal aufräumen, Schnuckelhase. Und dann kannst du den Spaß auch nochmal leeren. Und dann werden wir es jetzt einfach, wirst du jetzt einfach dir mal Reste nehmen, damit sie auch nicht schlecht werden. Rory kann auch nochmal aufstehen und sich um ihren Hamster kümmern. Du kannst jetzt mal nach seinem Tag fragen. Dann kannst du ein bisschen nochmal mit Berli spielen. Dann gib ihm bitte nochmal ein Leckerchen. Und dann darfst du dir auch noch Reste nehmen. Und ich glaube, dann wird auch schon die Schule so weit rufen, dass Lorelei in der Zeit dann fleißig an der Werkbank und ein Gemälde noch malen kann, bevor du nach Hause kommst. Und dann wirst du noch einmal die liebe Lane einladen, damit Lorelei sie dann jetzt endlich auch noch mal kennenlernen kann. Mal eben noch mal gucken. Gestern gab es dann noch mal die Message wegen Rechnung. Post bekommen? Dein Zimmer hat in der letzten Zeit keine Post. Nein, dann haben wir ja die Rechnung bezahlt. Dann kann ich ja glücklich sein. Das freut mich. So, schauen wir mal. Rory, du hast noch 1,5 Stunden. So, sehr gut. Bei Skippy werden erste Alterserscheinungen sichtbar. Falls es dich interessiert, deine lokale Tierklinik verkauft eine Anti-Aging-Mittel, mit dem du den Alterungsprozess dauerhaft stoppen kannst. Ja, leider ist das ja
keine Realität. Leider werden wir dir sowas jetzt nicht kaufen, weil jeder muss leider einmal gehen, so traurig das auch ist. Und wir Skippy jetzt ja auch noch nicht lange haben. Ich hoffe einfach, wir haben ihn noch ein paar Parts. Das wäre wirklich wunderschön. So, dann geh du doch mal bitte aufräumen und koch dir einen Kaffee. Ja, dir geht's ja auch soweit gut. Und Rory denke ich auch, ja. So, und dann packen wir erstmal dein Buch hier wieder weg. Letztes Mal hatte ich ja Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben. Ich habe sie ja gemacht und dann hieß das ja, das wären nicht Rorys Hausaufgaben. Obwohl sie ja das einzigste Grundschulkind ist, was wir aktuell hier haben. Tja, was soll ich sonst dazu sagen? Und dann kannst du ja auch nochmal anderen netten Leuten mal eine SMS schicken und deinem Vater unter anderem auch. Und wow. Lorelei, bitte aufräumen und reparieren die Kaffeemaschine. Wo hast du jetzt den Kaffeebecher hingestellt? Ich kann ihn jedenfalls nicht sehen. Na, schauen wir mal. So, und dann wird Rory, genau wie ich vermutet habe, jetzt auch abdampfen. Lorelei wird jetzt nochmal ein bisschen was fürs Geld tun. Und jetzt lassen wir sie nochmal zwei Gemälde malen, jeweils mittelgroß. Und dann hoffe ich, sollte Rory von der Schule da sein und dann melde ich mich auch zurück. Hey, hey, einmal zurück. Lorelei macht jetzt erstmal kurz Skippy sauber. Dann wird sie das zweite Bild auf Plopsy anbieten. Denn für das erste haben wir schon eine Benachrichtigung bekommen. Gemalt, reingestellt und gleich Bescheid bekommen, dass es jemand haben möchte. Also werden wir es jetzt auch auf Plopsy verkaufen schon direkt. Das ist ja super für uns. Wir haben jetzt mittlerweile, na, am besten ziehen wir erst zusammen, wenn ich jetzt auch gleich die Frische nochmal verkauft habe. Die sammle ich ja auch ganz gerne immer nochmal für schlechte Zeiten. Man weiß ja nie, ob man mal eben ad hoc wegen einer Rechnung wieder Geld braucht. So, das sind jetzt, einen kann ich noch. So, dann haben wir hier auch nochmal 1760. So, das können wir noch nicht verkaufen, aber wir können euch noch verkaufen. Und somit hätten wir 110 und Rory ist aus der Schule zurück. Rory wird jetzt als allererstes einmal ihre Freundin Lane anrufen. Kannst du sie nicht nach Hause einladen? Oder ist sie schon hier? Habe ich irgendwas verpasst? Zuki ist auf jeden Fall da. Kommst du mal hierher? Kannst du sie jetzt einladen? Pass auf, wir werden das jetzt einfach mal eben schnell cheaten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nee, den Haushalt will ich nicht spielen. Sim-Kommandos. Doch, da hinten geht ja Lane. Das ist doch super. Deshalb geht's auch nicht. Ich habe es nämlich über mein MCC gerade nicht gefunden. Dann geh dich bitte einmal freundlich vorstellen, Lorelei. Und du, Rory, unser kleines Musterkindchen, du wirst Hausaufgaben mit Links erledigen. So. Tut mir leid, Zuki. Wir kommen gleich wieder. Ich will mich jetzt nur mal eben kurz bei Lane Augenblick vorstellen. Ja, Angeln fällt ja jetzt auch weg. Der See ist ja nun zugefroren, / Fluss. Außer Männerangeln können wir uns also dann erstmal auf jeden Fall nichts. So, dann redet mal über euren Tag und Kennenlernen und über kalte Temperaturen reden und Bewunderung ausdrücken und über Lieblingssänger schwärmen und eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und dann kannst du auch schon wieder brav nach Hause gehen, weil somit seid du und Lane dann definitiv ja schon mal definitiv besser befreundet. Und was für ein Doppelgemoppel jetzt hier in meinem Sans. Aber that's me, that's life. So bin ich. Herzlich willkommen in meiner Welt. Danke, du steckst sie jetzt auch wieder ein. Letztes Mal hast du das ja nicht gemacht. Und deine Zusatzaufgaben machen. Denn Rory ist mittlerweile auch schon 1er Grundschülerin. Also ich achte da auch schon drauf, auch wenn es nicht gleich immer sofort ersichtlich in den Parts ist, weil ich es auch oftmals dann rausschneide. Aber ich achte da drauf, denn wir wollen ja auch mit unserer Rory schließlich auf die Uni nachher gehen. Denn sie soll ja definitiv Journalismus studieren oder in den Bereich Journalismus dann auch gehen. So, Lorelei, du kannst jetzt nochmal ein Pop-Art in groß malen, Reste nehmen und nochmal ein Bettchen herstellen. Sehr gut. Und dann wird die liebe Rory sich jetzt nur nochmal ganz brav hier um ihren Hamster kümmern. Christopher, wir haben jetzt keine Zeit. Wir wollen gerade nicht mit dir reden. Die Gilmore Girls oder / die Gigis sind schwer beschäftigt. Habe ich das schon? Nein. So, gut. Dann müsst ihr hier ja jetzt auch gleich fertig.
Und dann werden wir gleich eh nochmal kurz in den Baumodus hüpfen, um nach den Betten zu gucken. Können wir auch nochmal kurz gucken, wie viel wir jetzt insgesamt haben. Also 144.000 brauchen wir. Knapp, denke ich, glaube ich, meine ich. Oh, wow. Oh, das ist schön. Das ist richtig cool. Aber, meine Liebe, so, du wirst es auf Plopsi jetzt auch gleich noch verkaufen. Das Bild ist fertig, dieses wunderschöne hier. Hätte ich eigentlich gerne sogar behalten, weil ich finde das wirklich mal sehr schön. Aber wir sind jung und brauchen das Geld. So, Lorelei, hast du schon wieder nicht aufgeräumt, wenn man nicht dir alles hinterherräumt und nochmal sagt. Das ist ja unglaublich hier mit dir. Wenn ein Mann einzieht, ist der denn den ganzen Tag damit beschäftigt oder was? Ist der unglaublich hier mit dir. So, dann hast du es ja fast geschafft. Oh, wow, Rory. Level 5. Super. So, dann gönn du dir doch, obwohl, helf Mutti mal. Du kannst auch was wegräumen. Ihr teilt euch den Haushalt heute mal. Dann braucht sie nämlich nur noch die Kaffeemaschine machen. So, das ist jetzt auch alles auf Plopsi angeboten. Dann werden wir jetzt nur noch den Frosch verhökern. Schauen nochmal auf die drei Betten, die wir jetzt im Laufe des Tages noch mitgemacht haben. Haben hier jetzt 51.000 und hier oben 43.000. Das heißt, Leute, wir haben, wenn ich jetzt noch die 100 damit zusammenzähle, die 95.000 geknackt. Und jetzt gucke ich nochmal eben, wie teuer konkret das Haus ist, was ich für die beiden haben will, was ich ja schon gebaut habe. Eine Tour bekommt ihr dazu auch. Ich bin euch sehr dankbar, dass ich es nicht nochmal bauen muss. So, hier haben wir es auch. Es kostet genau 144.033 Simoleons. Und in dem Sinne verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf, feier am Herzen, fühlt euch geknuddelt. Bis dann, tschüss!